Hier ist das alte Loch. Dort ist die Holzkohle. Da habe ich noch eine ganze Menge große Stücke. Die lagen alle hier. Habe ich jetzt gestern mit verbrannt. Ich bin hier extra jetzt nochmal runter. Man nimmt am besten dann so ein Gefäß. Unten kann man noch weiter auskratzen. Aber das ist auf jeden Fall die richtige Größe. Nur mein Fuß, also das Ding ist gewaltig. Das sind locker 2 Meter, 50 oder was weiß ich, noch ganz oben. Ja, das war nicht über, das sind 2,60 Meter fast. Tiefe, vielleicht. Ja, man braucht eigentlich schon eine Leiter zum Reingehen, aber das ist auf jeden Fall die richtige Größe für die. Für die für das mehrere Holz. Und hier seht ihr zum Beispiel, überall liegt das Holz rum. Seht ihr? Das kann man alles zur Holzkohle machen, sonst wird das einfach verdammt. Aber die Leute, die kennen ja eben nicht so die Technik. Hier ist auch ein bisschen verbesserungsbedürftig. Aber Ergebnis stimmt auf jeden Fall. $100 oder mehr. Eben dort. Weil ist ja diese Sulzerflatter. Macht eine gute. Hier gestern schnell noch die Ecke hingemacht, dass man sich vernünftig die Füße waschen kann. Also Stein hingelegt, den Kies hingelegt. Das ist halt noch ein bisschen Baustelle, das ist halt alles am Werden. Und da habe ich jetzt hier dieses kleine Gefäß. So, hinterhalb einen Weg gemacht. Dass man weiß, wo es lang geht. Ich habe halt keine Möglichkeit, ja, mit dem Video schneiden zu euch. Tut mir leid, kann ich mal nicht lösen. Anderes zu tun, bin halt kein Experte für Handy. Auch der Ton ist doch Katastrophe, also entabonnieren oder das heißt. Ja, haben schon die ersten Hühner rumgepickt. Was ich jetzt noch machen werde, ist auf jeden Fall diesen Pfeiler rüberrücken und den Draht mache ich wieder weg. Dann mache ich aus Armierungsstahl irgendwie 2 Nägel rein. Ja, das dürfte vielleicht auch lang, genau. Ja, hier ist das Loch. Und das ist halt wirklich schon ein bisschen kleiner. So, schnell ausgeschachtet, aber es ist wieder was da. Es ist nicht so, dass man jetzt nichts produziert hätte. Man sieht halt, Loch ist klein, also kann nie mehr rauskommen. Das Loch werde ich jetzt hier noch vergrößern. Das konnte ich halt noch nicht machen, weil wir halt keine richtige Wasserleitung hatten. Der Schlauch geht nur bis dorthin und ist viel zu dünn. Aber wenn der richtige Druck da ist, ist das super. Aber wird natürlich noch getrocknet wieder, zum Anzünden ganz gut. Hier kommt jetzt noch ein Dach hin, dass man hier praktisch das Holz gut lagern kann. Dass es trocken lagert und ihr seht, es hat dann nachts mega geregnet. Oder mega, okay, halb, aber ich runtergepisst habe, wie es in den Tropen ist. Gut, dass ich es gleich gemacht habe, dachte ich mir, das kann jeden Augenblick, kann das auch wieder regnen hier. Oh, gestern kommt der Experte, da kann man doch auch so das nehmen und so weiter mit der Holzkohle, bla bla bla. Das ist ein solches Dummgeschwätz, wobei er jetzt auch gesagt hat, okay, er will auch Holzkohle machen, also wie Holz. Hier entsteht doch nie einfach mal aus dem Stamm, hier entsteht jetzt nie einfach mal Sodast oder irgendwelche Hackschnitzel. Das, wenn ich den aber jetzt klein säge, den Stamm, dann hier, dort in dem Loch verfeuere, noch größer das Loch mache, dann habe ich daraus das Pulver. Toiletteneimer habe ich den Leuten irgendwie gerade schon wieder hingestellt. Also mein, wo ich dann früh reinpinkle und scheiße und Holzkohle zuvor reinmache, dann drauf, steht bei denen jetzt schon dort bereit. Deshalb den Bioabfall, den sie haben, schmeißen sie rein und wissen sie schon, ah, jetzt mit dem Spaten hier, da tun sie ein bisschen reinstochern und dann entsteht die Holzkohle, ja, mit dem, ne? Wird ein bisschen nachgestocht, da entsteht die Erde. Und auch hier, wenn man sagt, ne, ey, was willst du denn da von der Maschine nehmen? Diese Stücken habe ich gestern mit reingeschmissen und so sehen sie aus, schwarzes Pulver. Ja. Okay, es gibt halt immer wieder Experten, die denken, die ja, das bringt dann alles nichts und für mich ist das, ich brauche da gar nicht zu drüber diskutieren. Habe das alleine jetzt schon, habe ich
fast 10 Kontikis. 9 Stück habe ich gemacht. 9 Kontikis und ich bin noch nicht mal einen Monat hier. Genau. Das ist auf jeden Fall, das ist so herrliches Material, was man da jetzt nehmen kann. Ja, aber das Loch muss wirklich gewaltiger werden. Früher, historisch, hatten die ja relativ wohl auch anscheinend tief runter. Ich habe mal so eine Aufnahme gesehen, aber ich wusste nicht. Die Größenverhältnisse, ob die echt 4 Meter tief runtergegangen sind und oben 2 Meter breit. Das müsste man alles austesten. Auf jeden Fall ist das Loch viel zu klein. Für diese Umstände hier muss das wirklich viel größer sein. Und der Brennprozess dauert ja immer dasselbe. Also lohnt sich das dann auch. Aber immerhin, jeder Bot, jede Handvoll Holzkohle zählt. Hab ich noch erklärt gestern. Sagte, na, da kann man doch hier. Sag ich, ey, ich gebe dir jetzt mal 20 Säcke von dem und dann willst du los und füllst die einfach mal hier mit dem Material. Dann kratzt du einfach mal los. Und dann machst du die Samen rein. Ja, dann hab ich in den nächsten Baum gegangen und gesagt, hier, was willst du da kratzen? Ich meine, jetzt hier ist ein bisschen bessere Erde, aber da kommt dann nicht einfach so ein Substrat hin, wie jetzt hier in diesen Säcken ist. Das kriegst du nicht hin. Hier, das ist unmöglich. Wenn man dann praktisch hier, man sieht ja auch die Bäume, wie gut die aussehen. Ja. Die müssten schon wieder wahrscheinlich umgetütet werden, dass sie einen größeren Beutel kriegen. Hier, das ist so ein bisschen Eisen drauf, noch von der Verkohlung. Manche in Deutschland sagen, es ist ungünstig, zu viel Eisen, da meint ihr, ach, Eisen ist in so einer Menge drin. Aber hier diese speziellen Näpfe sind dafür da, dass die Wurzel irgendwie immer, ne, dass die da nicht so einen Treil kriegt und so weiter. Das sind diese speziellen Näpfe. Da macht ja immer der ganz viele Dorianbäume macht. Genau. Ja, zum Anzünden hatte ich dann hier das Holz genommen. Die Blätter, das war ziemlich schwer. War wieder mal Meisterleister, am Ende muss man sagen, dass ich das hingekriegt habe. Bei diesem, unter diesen Bedingungen mit der Feuchtigkeit. Auf jeden Fall hier ist auch ab. Rein in den Kundiki durch das Zeug. Auch hier, wenn man hier rumläuft, zum Beispiel nochmal als Beispiel, die Leute, die werfen auch Kokosnussschalen weg, ne? Da liegt dann das Zeug hier rum. Ich meine jetzt, das ist hier, weil das Schwemmland ist und so weiter. Das ist ein guter Boden. Weil es halt nicht so schnell abfließt. Aber so prinzipiell, wenn man hier was machen will, da ist es schon günstig, wenn man praktisch viel Holzkohle macht. Auch aus diesem Material, von der Dorian. Das würde ich trocknen und Holzkohle machen. Aber jetzt können wir mal gucken. Aber hier seht ihr, hier ist doch ganz gut. Auf jeden Fall, das ist völlig akzeptables Ergebnis schon. Ah, hier sind die Dorian. Ja. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ja. Mit diesen, ja. Mit den Dorian-Dingern. Ja. Ne, das gefällt mir doch. Brauchen sie vielleicht doch nicht verkohlen. Aber hier sind sie. Hier liegen sie mal noch, wenigstens auf dem Berg. Ja. Hier liegen sie wenigstens mal noch auf dem Berg. Sonst liegen sie irgendwo flach unter einer Stelle. Ja, wenn man genau an der Ober einfach so dazwischen will. Bei den Bananen irgendwie auf dem Weg fand ich so. Ja, man muss das alles zentrieren. Man muss halt immer wieder mitdenken. Da ja, hatten sie hier irgendwie so ein Flash-Ding. Irgendwelche Leute da fahren. So also ein Doppelding hier mit Wänden. Oh, dann merkt man auch schon wieder. Mit diesem Wendeding. Wobei kann es halt dann aus eben rausnehmen. Aber in Deutschland lohnt sich das mehr, weil dann die Würmer so hin und her gehen. Sonst an sich hier, ja, machst du einfach noch in Schweden. Aber hier wurde eigentlich ein größerer. Das Ding in der Mitte macht eigentlich gar keinen Sinn. Für diese Verhältnisse, wenn es diese Würmer gar nicht gibt.
Genau, dann macht man schon mal so. Also ich denke mal hier, ja, es sind immer Laien, die. Oder jeder ist allein. Ja, haben wir was gehört, wird es ausprobiert, um ohne zu verstehen, warum. Bei Mäusen machst du das hier rüber dann, mit der zweiten Kammer, hast Löcher dann und dann gehen die Regenwürmer rüber. Bei den Regenwürmern macht es Sinn. Aber hier gibt es keine Regenwürmer. Hier gibt es nur solche Fly. Also hätte man das gleich als Ganzes machen können. Ja, okay. Habe ich wieder Bild zugelabert. Gestell war ganz lustig. Den setze ich jetzt noch rüber, den Draht ab. Das ist dann einfach sicherer, wenn man so runtersägt. Aber es hat sich gut bewährt, das Ding.